Hallo von der Nacht, Christian Schmeier, Diplom-Psychologe-Paartherapeut und auch interessiert an den einen oder anderen Sachen. Und ja, heute haben wir wieder Trash Januar und wir reden mal wieder über Kühnern. Ich vermute mal, dass keiner das Video guckt, das große Drama, was sich auf, glaube ich, Koh Phangan abspielt im schönen Thailand, der nämlich schon von gehört hat. Falls trotzdem jemand jetzt hier neu dabei ist, geht's um ein episches Dreieck zwischen Julian Zietlow, also ehemaliger Unternehmer, das muss ich mir auch nicht alles erzählen, aber der mit einer Kate zusammen war, auch sehr schillernde Persönlichkeit, die auch viel auf OnlyFans unterwegs ist, und die haben sich ja mal getrennt und dann hat sein bester Kumpel, hat was angefangen, oder bester, weiß ich jetzt nicht, ein Kumpel von ihm hat was angefangen mit der Kate und hat ihr ja auch nach den berühmten 100 Tagen, vermute ich mal, einen Heiratsantrag gemacht, der natürlich auch episch ausgebreitet wurde auf Instagram und das alles eingekreist von mystischen und spirituellen Dingen und der Bashar-Sekte, was aber komischerweise wird da wenig drüber gesprochen, kann überhaupt die da jetzt auch drin sind, weiß ich nicht, aber irgendwann wurde das mal genannt bei Julian Zietlow. Und ja, also spannende Sachen. Und letzter Stand war ja, dass Kühnam, nachdem er seiner Kate wahrscheinlich teuren Verlobungsring geschenkt hat, um Spenden gebeten hat. Das ist schon echt. Das ist also was. Aber ich wollte auch nochmal sagen, ich glaube, die tun alle dann niemandem was. Also deswegen, für mich ist es einfach so eine Unterhaltungsgeschichte. Sind junge Menschen, müssen sich noch ihre Sporen verdienen, probieren sich aus. Und aber sorgt für uns schöne Gelegenheit, auch mal anderen Content zu machen, sage ich mal. Wünsche, wie gesagt, nur das Beste. Und ja, gestern war mal wieder ein, Kamera muss mal scharf stellen, ein Livestream. Und ja, also Kühnam hatte ja um Spenden gebeten und man glaubt es kaum. Es sind echt 5.000 Euro zusammengekommen. Das ist wirklich, da muss ich auch mal wirklich sagen, was man da sieht, das sage ich auch immer wieder in meinem Selbstbehauptungskurs, wo ihr übrigens, glaube ich, auch noch einsteigen könnt. Es ist unglaublich, was Menschen alles machen. Da gebe ich ihm vollkommen recht, was Menschen alles machen, wenn man sie um etwas bittet, so, ne? Das auch, wir haben ja häufig so eine Schamgrenze, aber du kannst wirklich rausgehen. Ich habe so einen Kumpel, der hat so überhaupt keine Schamgrenze. Da, wenn man den sagt, wir haben ja früher mal Teambuildings gemacht und ich gesagt, besorg mir doch mal einen Kaffee mit Sojamilch und einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher und einen 5er Ringschlüssel, dann ist er losgelaufen und ist nach 5 Minuten wiedergekommen mit all diesen Sachen. Also in Umgebungen, wo du denkst, hier gibt's gar nichts. Das ist, weil der einfach jeden anquatscht und weil Leute, wenn sie nicht angequatscht werden, sind, ja, viele sind gar nicht so ablehnend oder so, ne? Da, du kannst wirklich vieles ist möglich, so in dieser, auch in dieser Welt noch nach wie vor. Und von daher muss ich ihm schon sagen, er ist wirklich mutig bis dreist. Und ja, it paid out, würde ich sagen. Er hat schon mal 5.000 Euro bekommen. Ob das jetzt reicht, er hat ja damals gesagt, seine Kate damit von OnlyFans mitzubringen. Ich denke, es wird maximal eine Woche reichen, vermute ich mal, bei den Einnahmen, die man da so erzielt. Also das, aber vielleicht reicht es ja. Er hat ja auch gesagt, dass er bei Mami seine Schulden bezahlen will. Und hat ja auch gesagt, dass er irgendwelche Sachen verkauft hat. Ja, und ich habe mir gestern ins Live reingeguckt. 3.000 Leute im Live, Wahnsinn, aber eigentlich nur Kritik oder fast nur Kritik, was ich da gesehen habe. Aber vor allen Dingen wurde natürlich gefragt, ob denn die Verlobung noch besteht, die nach diesen 3 Monaten scheinbar geschlossen wurde. Und ja, da hat er sich etwas, er sagt, die würde noch bestehen, aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass Kate alle Verlobungsvideos gelöscht hat. Wir erinnern uns an meine Prognose. Ich habe ja gesagt, niemals werden die heiraten. Und Ende des Jahres auf jeden Fall, also sehr wahrscheinlich getrennt. Sieht so aus, als wenn das ein bisschen schneller eintritt als erwartet. Das ist auch echt alles. Echt herrlichster Trash, wirklich. Und da wurde ja auch gefragt, warum gehst du denn nicht arbeiten? Und ich habe jetzt versucht, so den ganzen Stream zu folgen, aber scheinbar, also steht zumindest in den Kommentaren, hat er da auch gesagt, Arbeit wäre nicht so sein Ding. Irgendwie.
Was ich auch schon echt geil finde. Aber warum? Auch das ist irgendwie auf eine Art ehrlich, kann man auch sagen. Und genau, und dann, was hat er noch gesagt? Das ist wirklich alles so krass, ey. Ach genau, dann hat er noch gesagt, ja Leute, das ist wirklich unglaublich. Das ist unglaublich, was jetzt kommt. Wirklich, er hat gesagt, dass Leute, die Krebs hätten, die würden ja auch um Spenden bitten. Also er hat sich mit Krebskranken verglichen. Also was, das kam gar nicht gut an, würde ich mal sagen. Ist auch wirklich, also es ist so diese Hybris, also diese Selbstüberschätzung. Das ist echt nicht zu fassen. Ja, und was ich aber auch dann persönlich gehört habe, ist, dass er auch gesagt hat, da wurde gefragt, ja, warum, er macht ja so Zeremonien, wobei diese Zeremonien, wenn ich das richtig verstanden habe, bestehen einfach aus Drogen nehmen, die ja wahrscheinlich irgendeine, ist mir auch egal, soll jeder machen, was er will, irgendeine halluzinogene Wirkung haben und keine Ahnung, was da so passiert, habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht. Wo man denn nicht arbeiten würde. Und dann hat er gesagt, naja, er möchte nicht aus dem Mangel arbeiten. Also stellt euch mal vor, ihr seid Maler, ne? Ihr seid Maler und jetzt kommt ein, ihr habt auch kein Geld und jetzt kommt ein Auftrag rein, dass jemand sagt, kannst du meine Wohnung malern? Und stell mal vor, ihr würdet dann sagen, du, nee, ich möchte jetzt deine Wohnung nicht malen aus so einem Zustand von Mangel. Ich kann die leider erst malen, wenn ich den Mangel behoben habe durch Spenden irgendwie. Das ist wirklich echt zu geil irgendwie. Ja, aber dann hat ihm noch PayPal scheinbar auch gesperrt. Aber macht das schon irgendwie auch gut. Dann hat er erzählt, dass er PayPal angerufen hat, gesagt, wo ist denn das fucking Problem? Und da haben sie auch, würde ich ehrlich gesagt auch sagen, ey, ich meine, er kann um alles, da muss ich ihm wirklich recht geben, man kann um alles fragen. Und das muss ja keiner machen, ne? Das muss ja keiner machen. Und ja, also man kann auch nicht sagen, dass er, ist für mich zumindest nicht ersichtlich, dass er nicht deutlich macht, wofür er das haben will irgendwie. Meine Mutter hat ja auch ein bisschen gesagt, damit andere Leute an seinen Zeremonien teilnehmen können, die sich das vielleicht nicht leisten können. Aber das kann natürlich keiner kontrollieren, wofür er jetzt diese Kohle ausgibt oder so. Aber ich finde, er macht schon deutlich, dass er einfach Bock hat, Geld zu bekommen. Und manche Leute geben ihm das. Also insofern, ja, why not? Aber es ist schon krasse Sache. Ich habe diesmal jetzt keine, weil es gab einfach nicht so viele interessante Stellen, die man hätte einblenden können. Deswegen machen wir es heute mal so. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr mehr von diesem Art von Content hören? Lasst es mich wissen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.